Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Danke, dass du eingeschaltet hast. Das ist das Monatsupdate und ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ein Monat ist wieder rum. Viel getan hat sich nicht auf den Kopf. Es sieht wunderbar noch aus. Sorry, dass ich ein bisschen verwildert aussehe, aber wir ziehen gerade momentan um und da ist absolut kein Platz oder Zeit, gerade zum Barbier zu gehen. Nächsten Monat wird es wieder anders aussehen oder nächste Woche, dann ist das Ganze wieder vorbei und ich werde mich wieder ein bisschen fresh machen. Fresh. So, was kann ich sagen? Vorne rum immer noch alles top. Ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen was nachkommt. Ich bin momentan sehr zufrieden, wie es aussieht. Ich habe mir letztens die YouTube-Kommentare mal durchgelesen und da war ein Kommentar, da hat mich einer gefragt, wäre es nicht besser gewesen, wenn die Haarlinie etwas weiter unten wäre? Muss ich sagen, ich bin da hingefahren und habe auch gesagt, ja, ich möchte die Haarlinie ein bisschen weiter unten haben. Aber er hat dann gesagt, nein, das passt nicht. Erstens, man darf nicht auf die Muskeln implantieren, weil da halten die Grafts einfach nicht so gut. Und zweitens, es sieht einfach unnatürlich aus. Wo ich letztens mal beim Barbier war und so, er hat natürlich einen Blick, hat gesagt, hey, du warst ja bei einer HT, oder? Ich so, ja, schon. Keine Ahnung, wie er es gesehen hat. Ich habe mich jetzt nicht gefragt. Aber er hat auf jeden Fall gemeint, die Haarlinie sieht auf jeden Fall natürlich aus. Muss ich auch sagen, ich bin auch froh, dass er quasi so vernünftig war, der Arzt, und nicht gesagt hat, ja gut, wenn es dein Wunsch ist, dann machen wir die Haarlinie halt ein bisschen weiter unten. Ja, das kann ich dazu sagen, also zu diesem YouTube-Kommentar. Und sonst, was gibt's zu sagen? Ich hoffe, dass ihr noch weiterhin Spaß habt mit den Videos. Ich weiß, es ist ein bisschen eintönig geworden, dass dann nur noch diese Monatsupdates kommen. Aber zeitlich hatte ich einfach keine Zeit dafür. Was ich auf jeden Fall 2022 mir angepeilt habe, sind andere Themen, vielleicht auch ein bisschen raus aus diesem Haarspektrum raus. Es wäre cool, wenn du einen Kommentar da lassen würdest, vielleicht neue Videoideen, was ich machen könnte. Ich versuche das dann auf jeden Fall umzusetzen. Vielleicht können wir beide was Cooles daraus machen. Würde mich freuen. Und sonst, wir sehen uns bei dem nächsten Haar-Update oder bei dem nächsten Video. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Hau rein. Ciao.